Bei uns am Mikro ist jetzt der estnische Botschafter Mart Lannemäe. Schön, dass Sie da sind. Estland ist ja eigentlich ein sehr kleines Land, was die Digitalisierung angeht, aber ein ziemliches Vorbild für Deutschland. Wie macht sich das im Alltag der Bürger bei Ihnen bemerkbar? Im Alltag der Bürger macht sich das dadurch bemerkbar, dass alle Dienstleistungen oder fast alle Dienstleistungen digital erledigt werden können. Das heißt, man muss nicht in ein Amt gehen, sondern man kann sozusagen da, wo man ist, mal kurz mit dem Smartphone was erledigen, wenn es sein muss. Das ist der große Unterschied. Das kennen wir anders in Deutschland. Inwiefern ist das in Deutschland denn tatsächlich auch umsetzbar? Ja, ich glaube, in Deutschland gibt es sehr viele digitale Dienste, die die Menschen jeden Tag anwenden. Bloß sind das meistens oder die wenigsten sind staatlich, sondern die sind privat. Insofern geht es darum, und ich habe das selber nicht erfunden, das sagen viele Spezialisten in Deutschland, wenn der Staat auch in der Lage wäre, ähnliche Dienstleistungen anzubieten wie private, dann wäre das schon der erste Schritt. Stichwort E-Residency, was können wir uns darunter vorstellen? Na, ich meine, darunter kann man sich vorstellen, dass dann praktisch Menschen, die irgendeinen Bezug zu Estland haben, aber die aus irgendeinem Grund, weil sie eben nicht dort leben zum Beispiel oder keine Staatsbürger sind, keine digitale Persönlichkeit haben. Also wenn ich einen Ausweis habe, dann habe ich schon eine Persönlichkeit auch online und die kann man erwerben. Das heißt, dass man dann eben diese estnischen Dienstleistungen auch überall anwenden kann. Ich kann von Deutschland aus alles machen. Ich muss nicht unbedingt nach Hause fliegen, um irgendwelche kleinen Dinge zu erledigen. Und das könnten dann Menschen überall machen, wenn sie es brauchen. Welche Botschaft möchten Sie heute beim Wirtschaftstag vermitteln? Ja, ich möchte vermitteln, dass es Sinn macht, weiter zu digitalisieren, dass man wirklich anfangen muss und dass die Bürger tatsächlich auch was davon haben und die ganze Wirtschaft, das ist alles sehr positiv. Und wenn man diese positive Einstellung hat und den Willen, auch das umzusetzen, weil gute Pläne gibt es immer, dann wird das positiv sein für alle. Vorbild Estland. Vielen Dank Ihnen. Danke.